Hallo und willkommen zurück bei Hollow Knight. Hier ist gerade etwas Tolles passiert. Hier hat sich nämlich ein neuer Boss manifestiert. Nämlich ein Boss, den ich im Pantheon gesehen habe. Pantheon, wie ich schon mal vorher sagte, da werden einem irgendwie 10, 15 oder 20 Bosse hintereinander angezeigt, die man ohne Unterbrechung besiegen muss und ohne zwischendurch zu sterben. Und dieser Boss wird mir da vorgeworfen, ganz am Ende des Pantheons. Und ich habe es noch nie geschafft, den zu besiegen, auch weil ich ihn nicht oft genug herausfordern konnte, um ihn zu üben, weil ich jedes Mal, wenn ich ihn besiegen will oder herausfordern will, vorher erstmal eine halbe Stunde spielen und kämpfen muss am Stück. Und erst wenn ich dann verliere innerhalb von 10 Sekunden, muss ich nochmal eine halbe Stunde spielen, um ihn wieder herausfordern zu können. Ihr versteht das Problem. Jetzt hat aus irgendeinem Grund das Spiel die Entscheidung getroffen, ihn mir hier zur Verfügung zu stellen, wo ich ihn trainieren könnte. Und ihr seht, hier vorne in dem kleinen Sockel ist noch kein Emblem drin. Das heißt, ihr werdet jetzt den finalen Versuch sehen. Ich werde das zurechtschneiden, dass ihr die versagenden Versuche nicht seht. Aber ihr werdet den finalen Versuch sehen, wenn ich ihn das erste Mal besiegt habe. Das ist ein Gegner, ihr seht ein Reittier und hinten einer, der drauf reitet, und die trennen sich manchmal voneinander. Meiner Meinung nach sehr schwer zu spotten, ich muss ihn jetzt erst einmal ein bisschen üben. Gotteszähmerin, galanter Gott der Arena. Ich habe die Gotteszähmerin besiegt zum ersten Mal in meinem Leben. Nett gesehen am Ende, ich hatte nur noch einen einzigen Energiepunkt und habe dann die Zauber gespammt und gehofft, dass das Vieh endlich stirbt. Ich kann mir trotzdem nicht so ganz erklären, also so schwer sind die eigentlich nicht. Die Bestie ist sehr gut zu spotten, wenn der seinen Rollangriff macht, landet er genau auf mir. Wenn er spuckt, zu weit von ihm weg bin, dann kommen diese Gifttropfen zu flach an. Dann kann man nicht wirklich drunter durchschlüpfen, dann müsste man oben drüber springen. Aber diese Sachen, die mir jetzt alle aufgefallen sind, die sind mir nie aufgefallen, wenn ich ihn versucht habe, am Ende von dem Gauntlet zu besiegen, weil ich da dann schon eine halbe Stunde Adrenalin und Kampf in mir stecken hatte. Und so für sich genommen, ist der nicht so schwer. Sehr, sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin stolz auf mich. Es war tatsächlich erst der zweite Versuch. Beim ersten hatte ich schon geschafft, die Zähmerin auf seinem Rücken zu besiegen, aber das Monster noch nicht. Von daher, cooler Kampf und wenn man nicht das Gauntlet davor hat, durchaus zu schaffen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.